Hallo? Was wären wir eigentlich ohne Sie? Wie würden wir ohne Sie den Weg zur nächsten Party finden? Oder bräuchten wir dafür eine Landkarte? Und würden wir überhaupt eingeladen werden ohne WhatsApp und Co? Ich finde, Handys machen das Leben um einiges leichter. Und Siri ist mein bester Freund. Stimmt, Siri? Schön, dass ich recht habe. Handys sind einfach geil. Eigentlich nur viel anstrengender. Die ganze Gesellschaft ist süchtig danach und alle hängen die ganze Zeit nur an ihren Smartphones. Das ist nicht geil, das ist traurig. Ganz ehrlich, Mascha, wir leben im 21. Jahrhundert. Handys sind in unserer Gesellschaft ganz normal. Und außerdem sind wir gar nicht süchtig. Du übertreibst. Ach ja, Kira? Weißt du was? Ich bin gerade am Dom und dann frage ich doch einfach mal die Leute, wie sehr sie an ihren Handys hängen. Ich bin mir sicher, die hängen an denen viel mehr, als du denkst. Let's go! Einmal. So ein, zweimal. Zweimal, ja. dreimal. Immer wenn es 30% erreicht, also so drei, viermal. Jeden Tag. Ich dreimal am Tag. Dreimal, ja, klar. Einmal täglich, über Nacht. Jede 5 Minuten. Oh Gott, mindestens alle 10 Minuten mal so. Da gucke ich drauf, wenn ich bete. Ich habe, nein, es gibt wirklich, es gibt eine App für Stundengebet, das ist wunderbar. Amen. 1000 Mal am Tag. Zu oft. 5 bis 10 Mal am Tag. Eine Stunde 10 Mal vielleicht. Oh Gott, 100 Mal. 20 Mal. Ich denke mal so 100 Mal. Mehr. Oh Gott. Ganz oft. Ich zähle nicht mehr mit. Nee. Ja, Kira, wie du siehst, hängen doch mehr Leute an ihren Handys, als du denkst. Also finde ich schon, dass die Gesellschaft süchtig ist. Okay, Mascha, vielleicht hast du recht. Aber ich wette, du selber schaffst es nicht mal eine Woche ohne dein Handy. Challenge accepted. Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht und heute ist der erste Tag ohne mein Handy und es fängt auf jeden Fall schon mal gut an, denn ich habe fast 2 Stunden verschlafen, ich habe meine Vorlesung verschlafen. Das liegt daran, dass ich normalerweise mir einfach so 10 Wecker oder so stelle auf meinem Handy und da ich mein Handy nicht hatte, hatte ich nur meinen ganz normalen Wecker und nur einen und tja, den habe ich irgendwann ausgemacht und habe einfach weitergeschlafen und ja, blöd gelaufen. Ich bin ziemlich gestresst, weil ich mich gleich mit meinen Freunden treffe und ich mache mich gerade fertig. Und leider weiß ich nicht, wohin wir gehen und ich bin ziemlich spät dran und ich würde gerade alles dafür geben, mein Handy zu haben, weil ich kann den nicht anrufen und ich kann den auch nicht schreiben. Ich kann ihnen gar nicht Bescheid sagen, dass ich zu spät bin. Also muss ich mir irgendwie eine andere Lösung jetzt suchen, weil sonst kann ich gleich zu Hause bleiben. Ja, und am besten beeile ich mich jetzt einfach. Deshalb bis später. Sag mal, wie geht's dir denn eigentlich so ohne Handy? Okay, deiner Katze scheint es ja ganz gut ohne Handy zu gehen. Aber wenn ich die Leute auf der Straße so sehe, frage ich mich, wie sie denn eine Zeit lang ohne Handy zurechtkamen. War am Anfang anstrengend, aber irgendwann dann eigentlich sogar angenehm. Ziemlich geil. Entspannend. Schwer. Es ging eigentlich, also es war jetzt nicht so schwierig. Man hat sich die ersten nicht paar Tage schon, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ganz angenehm. Schrecklich. Gut, gut. Ja, schönes Gefühl, nicht erreichbar zu sein und auch mal, ja, machen zu können, was man will. Ging, aber lieber mit Handy. Gut.
sagst, eigentlich hat man ein besseres Leben, weil man dann einfach andere Gedanken irgendwie hat. Man denkt nicht die ganze Zeit, oh, jetzt muss ich dem noch antworten und hier wird schon wieder etwas geplant, sondern man ist einfach frei. Befreiend. Abscheulich, schrecklich, geht gar nicht. Gestern war ich auf einer Geburtstagsfeier und ich hatte ein kleines Problem unter mein Handy. Und zwar, ich konnte nicht auf die Zeit achten. Das mit der Zeit war in den letzten Tagen allgemein ein Problem. Ich konnte nie nachgucken, wie viel Uhr es ist. Ich wusste nicht, wann genau die Vorlesung endet, wann die Vorlesung genau anfängt. Und ich wusste auch nicht, wann ich ungefähr eingeschlafen bin. Aber gestern konnte ich halt eben auch nicht nachgucken, wie viel Uhr es ist. Und irgendwann dachte ich, okay, ich gehe mal zur Bahn, es wird langsam spät. Gleich kommt keine mehr. Und dann wurde mir klar, dass es schon 2:30 war und ich sowieso keine Bahn mehr bekommen hätte. Und ich wurde Gott sei Dank gefahren, aber das war gestern schon blöd. Da hätte ich echt gerne noch mein Handy gehabt, weil solche Sachen sind dann natürlich unpraktisch und man denkt noch nicht dran, da auch vorher nachzugucken. Mascha, du scheinst ja ganz schön auf dein Handy angewiesen zu sein. Wie sieht das denn mit den Leuten auf der Straße aus? Würden die sich selbst sogar schon als süchtig bezeichnen? Nein, definitiv nicht. Nee, ich würde nicht sagen, dass ich süchtig bin. Man ist aber schon abhängig. Man ist abhängig. Weil man klärt ja alles über das Handy, deswegen ist man schon abhängig. Ja. Ein wenig? Ja, doch, ja schon. Ja. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ja. Das würde ich noch nicht sagen. Doch, ich schon. Nee. Ja, ich denke schon. Ja. Ja, ich denke schon, doch. Wir können nicht mehr ohne. Ich wollte nie so ein Ding haben, aber jetzt, ich finde das toll. Läuft bei der. Ja, ich habe kein Kommentar. Also, ich muss sagen, es waren ziemlich anstrengende Tage. Und ich hatte immer einen Kalender dabei, weil ich keine Erinnerungen machen konnte. Und es war einfach teilweise echt stressig und mein Handy hat mich schon sehr gefehlt, aber es war auf der anderen Seite auch sehr entspannt und es hat sich so ein bisschen wie Urlaub angefühlt. Aber jetzt langsam muss man wieder zurück zum Alltag und ich bin auch irgendwo froh, dass ich mein Handy wieder einschalten kann. Respekt, Mascha. Also ich hätte das nicht geschafft. Ich habe währenddessen mal ein bisschen recherchiert und bin auf Christian Montag gestoßen. Er ist Molekularpsychologe an der Universität Ulm und eins seiner Forschungsgebiete ist die Smartphone-Sucht und glücklicherweise hat er sich heute bereit erklärt, uns ein Skype-Interview zu geben und ich bin sehr gespannt, was der so erforscht hat. Sie sind Professor für molekulare Psychologie. Inwiefern haben Sie mit der Handysucht durch Ihr Fach zu tun? Dass wir mit klassischen, auf der anderen Seite aber auch modernen Methoden versuchen, eben der problematischen Smartphone-Nutzung auf die Schliche zu kommen. Und wenn wir über klassische Herangehensweisen sprechen, dann hat das was damit zu tun, dass wir uns dafür interessieren, welche Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel mit einer Übernutzung assoziiert sind. Wenn wir in die moderneren Bereiche reingehen, da geht es dahin, dass wir zum einen das Verhalten auf dem Smartphone tracken, also aufnehmen. Zum anderen geht es aber auch dahin, dass wir versuchen, mit neurowissenschaftlichen Methoden, zum Beispiel mit molekulargenetischen Verfahren, eben zu überprüfen, ob es sich eventuell um eine Sucht handeln kann. Wie entwickelt sich diese Sucht? Ab welchem Punkt kann man denn sagen, dass es wirklich Richtung Sucht geht? Also zunächst ist es ein Arbeitsbegriff. Es gibt die Smartphone-Sucht noch nicht wirklich. Das ist keine offizielle Diagnose, die jemand stellen kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das nicht geben kann. Und was Wissenschaftler versuchen, ist klassische Suchtsymptome, die man eben aus der Alkoholismusforschung, Nikotinabhängigkeit kennt, die zum Beispiel hier auf dieses neue Phänomen zu übertragen. Und da kann ich mal ein paar Beispiele geben für ein paar Symptome, die eventuell eben auch bei der Smartphone-Benutzung eine Rolle spielen. Das wäre also einmal sowas wie ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Gerät, auch wenn ich gerade nicht online bin. Wir sehen, die Leute sind eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Nesteln dran, haben das in der Hand oder ziehen es gerade wieder aus der Tasche. Dann sowas wie Entzugserscheinungen. Also was macht das mit mir, wenn ich morgens aus dem Haus rausgehe und habe das Gerät nicht dabei? Dann werden viele furchtbar nervös und körperliche Reaktionen müssen vielleicht zurückgehen, das Gerät zu holen, weil sie es nicht aushalten. Und zusätzlich, ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend heutzutage, dass wir eben auch über das Thema private, berufliche Beeinträchtigung sprechen müssen. Also Stichwort permanente Unterbrechung im Alltag.
ich komme eigentlich zu nichts mehr. Wenn ich jetzt hier irgendwie an dem Gerät sitzen will, muss einen Artikel schreiben und parallel kommen die ganze Zeit Nachrichten rein, sodass ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann. So, von dieser Art Symptome braucht man eben, müsste man einige erfüllen, um gegebenenfalls von einer Sucht zu sprechen, aber so weit sind wir noch nicht. Also Ihrer Meinung nach ist das dann so, dass die Produktivität eher zurückgeht, als sich steigert mit einem Handy? Obwohl wir mit einem Handy schneller Sachen erledigen können, glauben Sie, dass wir dadurch eigentlich langsamer sind als schneller? Also Sie haben einen guten Punkt angesprochen. Das Gerät, wenn wir es smart nutzen, also das Smartphone smart nutzen, dann macht es uns produktiver. Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir uns den Zusammenhang zwischen der Smartphone-Nutzung und der Produktivität, wenn wir uns diesen Zusammenhang anschauen, dass es eine umgekehrte U-Funktion ist. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad macht uns das Gerät produktiv und ab dann kippt das Ganze. Die Handy- bzw. Mediensucht ist ja als Krankheit noch nicht anerkannt worden, wie Sie schon gesagt haben. Sollte das Ihrer persönlichen Meinung nach geändert werden? Da würde ich mit einiger Vorsicht sagen, dass wir eine kleine Gruppe an Menschen haben, die tatsächlich Suchtsymptome zeigt. Diese Zahlen werden sicherlich auch größer. Und ich glaube aber, dass die meisten Menschen, da geht es gar nicht so sehr oder ist gar nicht so von Interesse zu sagen, das ist jetzt Sucht oder nicht, sondern geht es tatsächlich darum, dass wir uns durch diese Geräte um viele schöne Dinge im Leben bringen. Wo zielt dementsprechend Ihre Forschung hin? Worauf arbeiten Sie hin? Und wollen Sie das irgendwann aus der Welt schaffen, was bestimmt schwierig werden würde? Diese Geräte sind in vielen Situationen extrem hilfreich im Alltag und machen uns produktiver. Also ich finde das sehr, sehr schwer, mal zu sagen, die Geräte sind alle ganz böse und wir dürfen die alle nicht mehr nutzen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir diese Geräte einsetzen wollen und wie sie uns entlasten. Vielen Dank, Herr Montag. Danke für das Interview. Ja, das war doch mal ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, du hast was draus gelernt, Kira. Vielen Dank, Mascha. Und vielen Dank, Christian Montag. Also ich glaube, ich werde mir jetzt ein Beispiel an euch nehmen und mein Handy ein bisschen weniger benutzen. Vielleicht solltet ihr da draußen das auch mal tun. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh,